Freundinnen und Freunde, leider kann ich heute nicht bei euch in Bonn sein. Drei Dinge will ich euch für diese wichtige BDK mit auf den Weg geben. Erstens, Kurs halten. Es waren nicht wir, die unser Land in eine gefährliche Abhängigkeit von Russland gebracht und die Energiewende verschlafen haben. Aber wir sind es jetzt, die die Kuh vom Eis holen. Und zwar innerhalb weniger Monate. Und ohne jede Blaupause. Interventionen in höchster Not bei Gazprom Germania oder bei Uniper. Unabhängigkeit von russischer Kohle. Unabhängigkeit von russischem Öl. Mehr Gas aus Frankreich, Holland, Norwegen, Belgien. Die Anbahnung von neuen Lieferverträgen in aller Welt. Zwei fast fertiggestellte LNG-Terminals. Gut gefüllte Gasspeicher. Und damit eine realistische Chance, gut durch diesen Winter zu kommen. Dazu kann ich wirklich nur eines sagen. Herzlichen Dank, lieber Robert. Du leistest wahrhaft Großes in dieser Krisenzeit, was man nicht von allen Großkritikern an dir sagen kann, die immer erst hinterher alles besser wissen. Liebe Freundinnen und Freunde, wir müssen jetzt bei der Energiewende richtig Tempo machen. Doch selbst wenn alles doppelt so schnell geht, dauert dieser Umbau Jahre. Zeit, in der wir sicherstellen müssen, dass die Energieversorgung funktioniert, dass die Menschen ihre Rechnungen bezahlen können und dass die Unternehmen vernünftig wirtschaften können. Und deshalb hier mein zweiter Punkt. Wir müssen Brücken bauen in die erneuerbare Welt. Und das bedeutet, dass wir für eine Übergangszeit mehr Kohle verbrennen müssen und alle Vorschläge unvoreingenommen prüfen müssen, die helfen können, einen tragfähigen Übergang ins Zeitalter der erneuerbaren Energien hinzubekommen. Diese Zumutungen müssen wir jetzt gemeinsam tragen. Denn unser Ziel lautet drittens, die Energiewende zur Erfolgsgeschichte für das ganze Land machen. Weg von Kohle, Erdöl und Gas und rein in die Erneuerbaren, das fordern wir seit Jahrzehnten. Zuerst, um das Klima zu retten. Vor ein paar Monaten ist dann klar geworden, auch um unsere Sicherheit und unsere Freiheit zu verteidigen. Und jetzt sehen wir, auch um unsere Wirtschaft zu retten, damit Energie für alle bezahlbar bleibt. Denn auch wenn sich die Märkte irgendwann wieder beruhigen, wir müssen fest damit rechnen, dass die Zeit der billigen Energie kurz- und mittelfristig vorbei ist. Gas und Öl werden teuer bleiben und das gefährdet die Wettbewerbsfähigkeit unserer Industrie. Wie kommen wir da wieder raus? Mit Innovationen und Investitionen. Hier müssen die Prioritäten liegen. Mit maximaler Geschwindigkeit Stromnetze, erneuerbare Energien, Energieeffizienz und grünen Wasserstoff vorantreiben. Das, liebe Freundinnen und Freunde, ist unsere Zukunft, ökonomisch, ökologisch und sozial. Deshalb müssen wir bei der Energie- und Verkehrswende, beim nachhaltigen Bauen und Landwirtschaft Bürokratie abbauen. Der Klimaschutz erfordert es natürlich. Aber auch unsere Industrie, unser Mittelstand und unser Handwerk braucht diese Energiewende jetzt so dringend wie nie zuvor. Dieser Weg ist richtig, aber er hält auch eine große Zumutung bereit. Wir können uns aus dieser Krise heraus investieren, aber wir können uns nicht heraus subventionieren. Der Staat kann nicht jeden Wohlstandsverlust auffangen. Dafür müssen wir Verantwortung übernehmen und klare Prioritäten setzen. Liebe Freundinnen und Freunde, das Land braucht uns jetzt als die Partei, die Verantwortung für das Ganze übernimmt. Und das heißt, das Dringende tun und gleichzeitig das Wichtige mit aller Kraft vorantreiben. Entschlossenes Krisenmanagement und die größte Industrienation Europa ins postfossile Zeitalter führen. Dazu für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft zu kämpfen, das ist unsere Aufgabe.